Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag und herzlich willkommen im virtuellen Kursraum für Deutsch für die zweite Klasse. Mein Name ist Irena Pevez-Jurešić und das heutige Thema sind Erfindungen aus Deutschland. In dieser Videolektion werdet ihr einer interaktiven Deutschlandkarte Informationen entnehmen, kurze Texte und ein Video zum Thema Erfindungen verstehen, ein Arbeitsblatt bearbeiten und die eigene Meinung zum Thema schriftlich äußern und dabei Konjunktiv Präteritum anwenden. Für die Stunde braucht ihr ein Blatt Papier oder das Deutschheft, den Bleistift oder den Kugelschreiber und ein Endgerät mit Internetzugang, PC oder Laptop, Smartphone oder Tablet. Und eventuell Kopfhörer für eine bessere Tonqualität. In der Videolektion erscheinen immer wieder bestimmte Symbole, die signalisieren, was ihr machen sollt. Hören, lesen, schreiben, sprechen, sehen oder auch Pause machen. Ihr könnt in jedem Moment eine Pause machen. Am Anfang sollt ihr euch daran erinnern, was ihr über das Thema schon gelernt habt. Welche Erfinder aus Deutschland kennt ihr? Welche Erfinder aus Kroatien kennt ihr? Kennt ihr diese Begriffe? Erfinden, entdecken, entwickeln, patentieren, ein Patent schützen. Denkt darüber nach. Emil Berliner, Gottlieb Daimler und Konrad Zuse sind Erfinder aus Deutschland. Emil Berliner gilt als Erfinder des Grammophons. Gottlieb Daimler hat den ersten schnell laufenden Ottomotor entwickelt. Konrad Zuse hat den ersten Computer gebaut, weil er als Ingenieur sehr viel rechnen musste. Also baute er eine große Maschine, die für ihn die Berechnungen machte. Faust Vrančić, Eduard Slavoljub Penkala und Nikola Tesla sind Erfinder aus Kroatien. Was hat Faust Vrančić erfunden? Faust Vrančić hat den Fallschirm entwickelt und gebaut. Slavoljub Penkala hat unter anderem den Tintenfüller erfunden. Der Magier der Elektrizität, Nikola Tesla, hat etwa 700 seiner Erfindungen patentiert. Wie gut kennt ihr deutsche Erfindungen? Kennt ihr die Antwort auf diese Frage? Wie heißt die deutsche Stadt, in der die Chipkarte erfunden wurde? Der Erfinder meldete die Plastikkarte mit integriertem Schaltkreis 1969 zum Patent an. Hier ist die Lösung. Die Stadt heißt Hamburg. Ich habe noch eine Frage. Es geht um ein Medikament. Wie heißt das Medikament, das der Chemiker Felix Hoffmann von der Firma Bayer entwickelt hat? Dieses Medikament hilft bei Schmerzen und schützt vor Herzinfarkten. Es geht um Aspirin. Habt ihr das gewusst? Diese zwei Fragen sollen euch dazu motivieren, weiter zu recherchieren. Ihr sollt auf der Webseite des Goethe-Instituts weiter recherchieren. Der Text, den wir suchen, heißt Erfinderland Deutschland. Unter diesem Titel befindet sich eine interaktive Deutschlandkarte. Dieser Text und die Karte sind über den gekürzten Link bit.ly/
Made in 123 abrufbar. Oder ihr könnt auch den QR-Code scannen. In der interaktiven Karte sind unter jeder Stadt kurze Texte versteckt. Beim Lesen sollt ihr diese 8 Informationen finden und das Arbeitsblatt ergänzen. Das Arbeitsblatt ist über den gekürzten Link bit.ly/madein2a oder auch über den QR-Code abrufbar. Und auf dem Arbeitsblatt befinden sich alle Übungen, die ihr für die heutige Videolektion braucht. Notiert kurze Antworten ins Heft oder ladet das Arbeitsblatt herunter und druckt es aus. Viel Spaß! Nachdem ihr die Übung gemacht habt, könnt ihr hier die Lösung kontrollieren. Die gesuchten Begriffe sind Dieselmotor, Oktoberfest, Leipzig, Schwarzwälder Kirschtorte, STED-Mikroskop, Röntgenstrahlen, Mannheim und Dassler-Schuhe. Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein Land der Erfinder. Doch was wäre, wenn diese nützlichen Errungenschaften, die uns den Alltag erleichtern, plötzlich nicht mehr da wären? Das sehen wir in einem Video aus der Sendung Galileo. Das Experiment heißt Ein Tag ohne deutsche Erfindungen. Vor dem Sehen sollt ihr diese Liste durchlesen und deutsche Erfindungen notieren. Die Liste befindet sich auch auf dem Arbeitsblatt. Beim Sehen könnt ihr dann kontrollieren, wie gut ihr geraten habt. Später könnt ihr auch die Lösung kontrollieren. Das 8-minütige Video ist über den gekürzten Link bit.ly/experi78 oder auch über den QR-Code abrufbar. Drückt auf Pause und schaut euch das Video an. Nachdem ihr das Video gesehen habt, könnt ihr die Lösung kontrollieren. Die Mundharmonika ist die erste deutsche Erfindung, die im Video erwähnt wird. Sie wurde als Stimmhilfsmittel für Klaviere von einem Deutschen erfunden. Das Bier aus 3 Zutaten ist auch eine deutsche Erfindung. Ebenso wie die Zahnpasta. Der Computer und das Telefon wurden von Deutschen erfunden. So wie auch diese 3 Fortbewegungsmittel, das Auto, das Motorrad, das Fahrrad. Die Jeans wurde vom Exildeutschen Levi Strauss erfunden. Ihm fällt 1873 der Baumwollstoff Denim in die Hände. Und er verstärkt die Nähte durch die Nieten. Das Kebab ist zwar in Deutschland sehr beliebt, aber in dieser Reihe ist nur die Currywurst eine deutsche Erfindung und die Torte haben die Franzosen erfunden. Die letzte deutsche Erfindung auf der Liste war die Pille. Und jetzt eine schriftliche Aufgabe. Ohne welche deutsche Erfindung kannst du dir das Leben nicht vorstellen? Wie wäre es, wenn du ohne diese Erfindung eine Woche lang leben müsstest? Schreibe einen kurzen Blogbeitrag. Verwende die Verben im Konjunktiv.
Hier ist eine kurze Wiederholung, wie man Konjunktivpräteritum bildet. Zum Beispiel von sein. Ich wäre. Von haben. Ich hätte. Von müssen. Ich müsste. Kennt ihr diese Regeln? Diese Verben sind sehr ähnlich dem Präteritum. Was ist der Unterschied? Sie haben einen Umlaut. Sein, ich war, ich wäre. Haben, ich hatte, ich hätte. Das Hilfsverb haben hat dieselben Endungen wie im Indikativpräteritum. Tätest, te, ten, tät, ten. Das Verb sein hat kein T am Anfang der Endung, also sehr ähnlich. Die Modalverben können und müssen haben im Konjunktiv dieselben Endungen wie im Indikativpräteritum, also T, test, T, ten, tät, ten. Das Verb werden bzw. würde hat kein T am Anfang der Endung, also sehr ähnlich. E, est, e, en, et, en. Wie wird der Konjunktiv 2 von Vollverben gebildet? Also würden plus Infinitiv. Der Infinitiv steht dann am Satzende. Zum Beispiel: Ich habe keine Zahnpasta. Ich putze mir die Zähne mit Seife. Wenn ich keine Zahnpasta hätte, würde ich mir die Zähne mit Seife putzen. Noch ein Beispiel. Ich kann nicht Rad fahren. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Wenn ich nicht Rad fahren könnte, würde ich mit dem Bus zur Schule fahren. Keine Sorge, für die heutige Schreibaufgabe werdet ihr hauptsächlich die Formen für die erste Person Singular, ich, und eventuell für die erste Person Plural, wir, brauchen. Also, ich könnte, wir könnten. Ich müsste, wir müssten. Ich wäre, wir wären. Ich hätte, wir hätten. Und ich würde oder wir würden plus Infinitiv. Eine kleine Übung. Ergänzt diese Sätze mit den richtigen Formen, also mit dem Konjunktivpräteritum. Die Verben, die ihr braucht, sind in den Klammern. Macht bitte diese Übung schriftlich, also notiert euch die Begriffe ins Heft oder auf dem Arbeitsblatt. Jetzt könnt ihr die Lösung kontrollieren. Ich würde meine Zähne sicher nicht mit der Seife putzen. Vielleicht hätte ich mehr Zeit für Sport, wenn ich eine Woche lang ohne Computer leben müsste. Ohne Internet könnte ich nicht so lange aushalten. Wenn ich nicht telefonieren könnte, wäre es sehr kompliziert, sich mit jemandem zu verabreden. Ich müsste immer zu den Freunden hinfahren. Es wäre kein Problem für mich, ohne Fahrrad und Auto auszukommen, weil ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren könnte. Keine SMS mehr schreiben, das wäre eine harte Challenge. Nach dieser grammatischen Übung sollt ihr jetzt auch versuchen, den Inhalt zu ergänzen. Pausiert die Videoaufnahme und lest die Sätze laut vor. Schreibt danach einen kurzen Blogbeitrag. Habt ihr schon etwas notiert? Eure Kommentare, eure Blogbeiträge könnt ihr in Form einer E-Mail an die Deutschlehrerin schicken oder ihr könnt den Blogbeitrag auf der Lino-Tafel eintippen. Die Lino-Tafel ist über den gekürzten Link bit.ly/erfindungenab oder auch über den QR-Code abrufbar. Und zum Schluss noch die Selbstevaluation. Kannst du das? Ja? Nein?
oder mit Hilfe. Ich kann einige wichtige deutsche Erfindungen nennen. Ich kann gesuchte Informationen auf der Internetseite finden. Ich kann ein Video über deutsche Erfindungen verstehen. Ich kann meine Meinung über das Leben ohne deutsche Erfindungen schriftlich formulieren und dabei Modalverben im Konjunktiv verwenden. Wenn ja, toll! Und das war schon alles. Auf Wiedersehen!